tatsächlich ist, glaube ich, der größte Unterschied der Umgang mit den Bands zu vermitteln, dass eine Einschränkung, eine technische Einschränkung, nicht unbedingt eine Einschränkung in der Qualität sein muss. Und ja, überhaupt die gesamte Kommunikation mit den Bands zu sprechen, dass ein dass sie sich darauf zurückbesinnen müssen, was sie können. Und dass das gut ist. Und dass das auch in einem Moment gut sein kann, in dem gar nicht damit gerechnet wird. Eigentlich ist das der große Unterschied. Weil ja tatsächlich die Stimmung heutzutage beim Musikaufnehmen eine ist, die davon geprägt ist, dass man, dass man sich immer wieder umentscheiden kann. Und die Kommunikation, die Künstler dazu zu bringen, zu sagen, wir entscheiden uns jetzt und dann ist es fertig. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Naja, tagesablaufmäßig, es dadurch, dass es eine Institution gibt, die das ins Leben gerufen hat und die einen gewissen Rahmen vorgibt, das entlastet mich natürlich als Produzenten, insofern, dass ich sagen kann, es wurde festgelegt, dass das und das und das und das passiert. Ich kann immer so den schwarzen Peter so ein bisschen zu jemand anders schieben. Das ist sehr angenehm. Insofern ist man dann auch als Produzent natürlich viel mehr im Boot mit den Musikern, weil man eben so eine Klammer hat, in der das stattfindet. Und man kann so zu den Musikern und zu den Künstlern gehen und sagen, ah, ich weiß, es ist schwierig, aber es ist für mich ja auch schwierig. Und so. Ansonsten sind die Tage, wie sie im Studio sind, tatsächlich. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das nicht groß verändert, weil sonst die Verunsicherung vielleicht noch größer werden könnte. Ey, auf jeden Fall, weil man ihn auf jeden Fall auf das Spezielle lenkt. Man lenkt ihn auf das Einzigartige, man lenkt ihn auf nicht reproduzierbare Fehler, man lenkt. Wenn man eine Version spielt, die soundästhetisch vielleicht nicht 100% auf dem Punkt gewesen ist, aber von der Performance her unwiederbringlich einzigartig ist, dann muss man diese Version nehmen, weil technische Perfektion kann man immer herstellen, künstlerische Einzigartigkeit nicht. Also, um erstmal allgemein anfangen, Bands, die einen eigenen Sound haben, funktionieren in diesem Dogma super. Das hat man gemerkt, wenn man morgens die Band in den Aufnahmeraum schickt, die fangen an zu spielen und ist noch nichts eingestellt, man hört sofort, das läuft oder es läuft nicht. Wenn eine Band im Raum spielt und es klingt im Raum richtig und gut und schlüssig, dann ist das genau die perfekte Band für, dann kann man es mit einem Mikrofon aufnehmen. Wenn es eine Band ist, die davon lebt, dass es Soundexperimente gibt. Also wir hatten das Beispiel einer Band, die extrem experimentell ist, wo es wirklich auf den einzigartigen Moment der Live-Performance ankommt. Und wenn der nicht 100% stimmt, dann zerfällt alles. Das ist sehr, sehr schwierig, mit begrenzten Mitteln einzufangen. Also natürlich gilt auch da die Idee, das kann man auch mit einem Mikro machen. Aber bei solchen Bands ist es sehr viel einfacher, einen schlüssigen Sound und einen zugänglichen Sound zu kreieren, wenn man viel mehr Möglichkeiten hat. Weil es dadurch einfach durch viele Möglichkeiten gleich schon interessanter ist. Da kann man dann, weiß nicht, einen Tennisball in den Ascheimer werfen und es klingt schon irgendwie ganz okay. So, wenn man nur ein Mikrofon hat, klingt es selten gut. Und deswegen ist. Das finde ich auch das wirklich Interessante und Gute bei diesem Lo-Fi-Dogma, dass es sich rentiert für Bands zu proben. So gut zu sein. Und gut zu sein, jetzt gar nicht musikalisch ausgefeiert zu sein, sondern eine Band zu sein. Eine schlüssige, zusammengehörige, sich zusammenfühlende Band mit einem guten Sound. Das zahlt sich aus. Dann kann man in einer Stunde fertig sein. Das ist aber eine sehr gute Frage.
Und zwar ist es tatsächlich so, ich bin. Ich bin entspannt. Ich bin nicht müde. Es ist natürlich anstrengend, weil es, aber es hält dadurch, dass es jeden Tag was Neues war, hält es total wach und es macht immer wieder Spaß. Und ich gehe hier raus aus dieser Woche mit einem extrem entspannten Gefühl, weil ich weiß, gerade auch so als Engineer in einem Studio, manchmal ist es einfach nicht meine Schuld, wenn irgendwas nicht klappt. Ja, also das muss man sagen. Manchmal ist man als Engineer und als Produzent im Studio hilflos, absolut hilflos, wenn die Band nichts anbietet, was man verwerten kann. Und andererseits, wenn man eine gute Band hat, dann hat man wiederum alle Möglichkeiten. Und dann kann die Band es auch immer auf den Engineer schieben, wenn es nicht gut klingt. Also eine Band mit einem richtig tollen Sound, das kann schief gehen, wenn der Engineer nicht gut arbeitet. Aber insofern, ich gehe entspannt raus, weil ich denke, wenn man eine gute Band hat, dann kriegt man auch einen guten Sound hin. Das ist cool für dich. Super cool für mich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Sehr cool. Sehr cool.